Ja, wir fangen jetzt einfach an. Hallo, Vollmond-Video mit unglaublichen Informationen, die für mich selbst wahrscheinlich am überraschendsten waren. Ich habe es mal das Gröbste aufgeschrieben, gehe aber auch medial rein und ich hoffe, es gibt auch eine Energieübertragung. Themen dieses Videos sind Heilkraft, Depot auffüllen bei dir und für andere, was der Vollmond mit der Hexenzeit zu tun hat und der Zukunft, Zeitreisende, dass wir die Zeit auswählen, wo wir inkarnieren. Dann gibt es extreme Informationen, also Mikro-Makrokosmos-Informationen über die Erde, wer die Erde ist, wer sie erschaffen hat. Und da ziehe ich unglaubliche Parallele auch zum Menschen, zum menschlichen Körper. Also die wurden mir einfach gezeigt. Dann gibt es noch paranormale Erlebnisse, die ich gestern hatte mit Crystal. Und ich hoffe, ich kann es jetzt erzählen. Ich habe sogar filmisch aufgenommen gestern, welches ich dann heute auch noch auf Insta und Facebook hochladen werde. TikTok auch. Also ich mache das Video bei TikTok und teile es dann. Und noch ein paar, vielleicht noch ein paar persönliche, gesundheitliche Aspekte, wo ich jetzt gerade noch drin bin. Gut. Das sind ja meine Algen und dann, weil der Dino gesagt hat, wurde manchmal beim Konkurrenz bestellt, ihr seht die Büchse, das ist der Plankton Holland und er hat extreme Freude, einen lieben Gruß von ihm an den Bestellungen, die ihr macht, weil ihr jedes Mal einen Gruß von mir sagt und er sagt, es ist so eine Freude, wenn er eine Bestellung reinbekommt und da sind so Grüße oder persönliche Botschaften für drin und so macht das Ganzheitliche, das neue Geschäftsmodell so viel mehr Spaß, wenn der Kontakt wirklich da ist, ein Austausch. Das wollte ich einfach noch kurz erzählen. Nein, noch nicht Christel. Ihr wisst ja, er ist vor 3 Tagen gegangen, am 2. Mai. Also, ich lese euch jetzt das einfach mal vor. Und dann gehen wir rein. Es werden immer längere Videos. Es ist einfach so, wie es ist. Also, Vollmond, 5. Mai 2023, heute jetzt. Auffüllen des Heildepots. Aufgefüllt mit Energie vom wahren Wesen bin ich mit Kristallenergie. Der viel größer ist als das hier, wie alle, das ich dachte. Heilkraft für dich und die, die es weitergeben. Ich gehe nachher noch ins Detail. Als der Vollmond schien, während der Kräuterhexen-Hexenzeit während des 14. 15. Jahrhunderts und viele von euch waren da und manche gehen noch dorthin. Denn, da fange ich jetzt mal an, Inkarnationen geschehen nicht unbedingt linear in der Zeit, da die Zeit und der Raum nur in dieser Dimension existent ist. Darum gibt es so viele Zeitreisende auch noch übrigens. Damit ist Folgendes gemeint. Wenn wir in der feinstofflichen Welt sind, also unser wirkliches Zuhause, in unserer Kraft, dann wählen wir nicht nur unsere Eltern aus, sondern wir wählen auch die Zeit aus, in welche wir inkarnieren möchten, in welche Epoche, mit welchen Themen. Dass dies möglich ist, wurde mir vor ungefähr 2-3 Monaten das erste Mal gezeigt. Und nun verstehe ich auch vieles. Was hat das mit dem Vollmond zu tun? Ich hatte gestern auch Visionen, wie der Vollmond schien, aber nicht in dieser Zeit, sondern in der Vergangenheit, und zwar in der Hexenkräuterzeit. Diese Zeit, ich weiß nicht, ob das die Inquisition ist oder war, waren bereits viele bewusste Seelen, weil ihr wisst ja, es hat zu jeder Zeit bewusste Seelen gegeben, weil wir nicht an die Zeit gebunden sind. Und ich habe die Information bekommen, dass einerseits
viele von euch, Mann und Frau, weil ihr wechselt ja das Geschlecht, bereits in dieser Zeit inkarniert worden sind, weil ihr in die tiefsten Ebenen dieser Dimension einfach mal eindringen wolltet und Erfahrungen sammeln wolltet. Ihr wolltet spüren, wie sich das auf euren physischen Körper auswirkt, der sackeschwer war. Also früher war das Gefühl dieser Schwere noch viel extremer. Hat nichts mit Gewicht zu tun, sondern einfach, dass dieser Sog, diese Tiefe war einfach noch viel mehr da als bereits heute. Und ihr habt viele Erfahrungen dort gewählt und wolltet aber gleichzeitig auch etwas Licht dort hineinbringen und mit den Herausforderungen dort, um zu schauen, wie viel Licht es euch möglich ist, in diese Zeit zu bringen. Also es fühlt sich fast wie ein Spiel an, was wir, ich inklusive, gemacht haben. Wir wussten, es ist nicht real, es ist eine Illusion, das Ganze, eine Art Spiel. Und wir sind dort hinein, um zu schauen, was habe ich für Möglichkeiten, was hast du für Möglichkeiten gehabt, um in dieser Schwere, in diese Tiefe, dieses tiefschwingende Zeitalter dein Licht hineinzubringen. Da hattest du folgende Möglichkeiten, teils mit der Kraft der Pflanzen, also Pflanzenenergie, da haben auch Kräuter Hexen genannt, magischen Ritualen, die Magier waren dort sehr aktiv, haben auch mit Drachen experimentiert und so weiter. Und viele von euch sind gescheitert, weil die Schwingung so verdammt tief war. Teils ging das dann zum Schluss, dass viele von uns gefoltert worden sind, zum Teil auch zum Tode. Und wir tragen dies auch noch mit. Dies auch zur Erklärung, dann darf ich das auch also erklären, warum manche körperliche Beschwerden etc. oder Deformationen der Wirbelsäule oder Gelenke oder irgendetwas komisch ist, das kommt noch aus dieser Zeit. Und zwar nicht, weil wirklich etwas passiert ist in unserer Seele, sondern wir sind so tief geschwungen, dass wir dieses Spiel als real geglaubt haben und dies unsere Wahrheit war, ist. Verstehe ich. Und es geht darum, dass wir auch da in die Auflösung kommen, das, was wir erlebt haben, eine Art Leichtigkeit, eine Leichtigkeit dort reinbringen. Erstens, du bist freiwillig dort hinein. Zweitens, das war ein Experiment für dich, eine Art Spiel, ein göttliches, lichtvolles Spiel. Und es gibt kein Scheitern, sondern es gibt einfach verschiedene Stufen und dann wirst du abgemurkst, dann kommst du wieder und dann wirst du wieder umgebracht und dann kommst du wieder. Weißt du, wie die Games. Warum gibt es diese Games? Warum sind die Jugendlichen so fasziniert von Games? Ganz einfach, weil es uns an das Spiel des Lebens erinnert, liebe Freunde. Dies hier ist eine Illusion. Du kannst weder zerstört noch verletzt werden. Der Körper, den wir haben, ja, der kann Schmerz oder Verlust empfinden, aber nur, wenn wir im Bewusstsein dieser tieferen Schwingung sind. So, also haken wir das mal ab. Das heißt, und noch die Information, einige von euch wählen diese Zeit bewusst, um noch dort zu inkarnieren. Und meine Worte dienen dir als Lehrerin zur Vorbereitung für dieses Leben. Es ist dein freier Wille, du entscheidest das, ob du dorthin möchtest oder nicht. Wenn du es durchschaust, gehst du anders damit um. Und die Erfahrungen, die wir sammeln, sind so wertvoll für unsere Seele. Du bist Energie und nimmst die Form an, die du beliebst. Tier, Baum, Mensch. Gut. Puh. Heilenergiebetragung gibt es nachher, hoffe ich. Jetzt komme ich zu einer extremen Erkenntnis, die ich gestern hatte. Ich habe vorher noch mal rausgeschaut aus dem Fenster, weil ich es fast nicht glauben kann. Und zwar wegen der Erde.
Also, Mikro-Makrokosmos. Sagt euch das etwas? Mikro, mini, Makro, big. Ich habe immer meinen Körper verglichen mit wie die des Planeten und wie soll ich das sagen? Wie innen zu außen, im Kleinen wie im Großen. Ich versuche es mal zu erklären. Ich lese es jetzt zuerst mal vor. Der Planet Erde besteht aus einem Teilaspekt eines Bewusstseins von außerirdischen Entitäten. Sie ist, nicht lachen, wie eine Zimmerpflanze, Schöpfung verschiedener Wesen, die ein Experiment, sprich Erfahrung machen. Wie der menschliche Körper ebenfalls über ein Bewusstsein verfügt, verfügt die Erde ein Bewusstsein, wird aber durch andere Wesen mit Energie versorgt, belebt sozusagen. Um das zu verstehen, gibt folgendes Beispiel aus der geistigen Welt, aus der lichtvollen geistigen Welt, zieht sich die Seele aus einem menschlichen Körper zurück, stirbt der physische Körper. Ja klar, oder? Ihr wisst ja, mein Körper, wenn das Bewusstsein, was ich bin, diese Inkarnation nicht mehr dient, zieht sich zurück, Körper stirbt. Solange sie sich nicht zurückzieht, kannst du Krankheiten am Laufmeter haben, Drogen nehmen, dich wollen zu Tode hungern, du stirbst nicht. Ich habe ein gutes Beispiel auch innerhalb von der Familie. Da gibt es eine nahestehende Person, nimmt Drogen, Alkohol, Opfer, so alles, Krebs, alles kaputt, lebt immer noch. Weil die Aufgabe nicht erfüllt ist, das, was der Seele, das Bewusstsein erfahren möchte. Du stirbst nicht, wenn das Bewusstsein sich nicht zurückzieht. Das Bewusstsein bist du, bist ein Teil davon. Ich komme davon noch näher mit dem Crystal. Gut, wenn du das verstehst, also der Körper stirbt, zerfällt, wenn das Bewusstsein sich zurückzieht. Gleiches ist das mit der Erde. Gleiches fällt sich mit der Erde, steht auch hier. Ziehen sich die Entitäten, die die Erde materialisiert, erschaffen haben, mit ihrer Energie zurück. Erlischt das Leben in und auf der Erde. Das Experiment oder der Sinn ist eine Erfahrung, die die Entitäten damit machen. Ähnlich wie wir mit unserem Körper als Erfahrungsinstrument dienen. Unser Bewusstsein benutzt unseren Körper, um hier Erfahrungen in dieser Illusion zu machen. Die Entitäten, die geistig, feinstofflich sind, machen die Erfahrung mit der Erde. Und jetzt, das wird noch Hammer. Das beinhaltet auch Krankheiten, Schmerzen, Verlust. Ups. Ja. Verlust. Körperteile. Die Erde als Körper der Entitäten erfährt dies ebenso. Also, die Vergleiche mit dem Körper habe ich jetzt extra gemacht, damit wir verstehen, dass der physische Körper der Erde auch nur eine Schöpfung ist von anderen Wesen, die Erfahrungen damit machen. Und jetzt kommt's. Wir Menschen sind mit guten und schlechten Bakterien oder Parasiten gefüllt. Ja? Auf der Erde fällt es sich gleich. Wie wir Menschen in unserem Körper Bakterien haben, gute, schlechte, und wenn die schlechten die Überhand nehmen, bewirkt das, dass der Körper schwächer wird, Disharmonien erfährt, Schmerzen hat und so weiter. Und jetzt der Vergleich. Wir Menschen auf der Erde, die Tiere und die Pflanzen, sind wie die Bakterien in unserem Körper oder Parasiten. Oder die positiven Bakterien. Wir verhalten uns ähnlich auf der Erde. Und wenn wir in großer Zahl uns destruktiv verhalten, schaden wir dem Körper Erde.
Und jetzt bekomme ich neue Informationen. Der Körper verfügt über ein Bewusstsein durch die Entitäten und kann das steuern. Das ist die Kundalini. Erkläre ich auch ein anderes Mal. Ich habe eine erwachte Kundalini seit über 10 Jahren. Googelt das mal. Spontan erwachte Kundalini mit all den Sachen. Ach, jetzt habe ich den Faden weg. Moment. Die Erde greift zur Medizin, wenn sie merkt, dass etwas die Überhand nimmt. Sie macht erstens eine Entgiftungskur, wie bei uns Darmreinigung, Entgiftung des Körpers. Lässt Sachen raus, Vulkanenergie, Erdbeben, Dreck, Erdbeben, Schüttel. Was kommt da noch zu? Überschwemmungen. Überschwemmungen. Dann nimmt sie neue. So geil, ich bekomme so viele Bilder. Nimmt sie gute Bakterien auf. Entschuldigung, ich bin gerade. In Form von bewussten Seelen, die hier inkarnieren als positive Bakterien. Die helfen, die anderen Bakterien, Menschen anzustecken oder zu infiltrieren, damit sich dies wie eine Welle in den Körper auswirkt und zur Heilung beiträgt. Dies alles wird durch den Körper der Erde wiederum durch diese Entitäten erfahren. Und ich nehme da 3 wahr. Die sind groß. Und das sind natürlich auch die Teilaspekt der Pyramiden und die in der Innenerde dieser Welten auch miterschaffen haben. Diese Entitäten verfügen über ein enormes Bewusstsein und sind geübt in der Schöpferkraft, aber nicht vollkommen, weil alles ständige Veränderung oder Lernen ist, keine Ahnung. Das heißt, sie lernen durch uns. Du hast keinen freien Willen, vergiss den auch mal. Aber was positiv ist, sie sagen auch, also es ist so ein Ho, kommt jetzt bei mir rein, eine Art Klang, weil sie nicht reden. Und sie teilen diese, wenn ich das jetzt übersetze, habe ich diese positive Nachricht für dich, dass auch du die Möglichkeit hast, dich zu diesem Wesen, zu diesem Schöpferwesen zu entwickeln. Wir sind alle Teil des ewig währenden Seins und machen Erfahrungen. Und ein Teil dieses Wesens, einer dieser Wesen, habe ich persönlich durch meinen Körper erfahren dürfen in Ägypten. Weil ich auch ein Schöpfer bin, der Welten erschaffen wird. Oder schon, wenn man es aus der Zeit hinausnimmt, habe ich bereits eine Welt erschaffen mit Wesen, Fauna, Pflanzen. Das existiert bereits teils schon. Sorry, es ist etwas, die Energie. Es wird so ruhig. Ich gehe noch ein anderes Mal hinein. Moment, ich möchte noch gerne. Gestern war ich auch im Café, das brauche ich auch ein bisschen, und da war ein Hund, also sprich die Besitzer, also die Begleiter, gibt keine Besitzer, und der Hund ist zu mir gekommen, hat sich auf den Rücken gelegt und hat gemacht, Energie.
sagte sie, sie will ein Foto machen für ihre Tochter, das hätte sie noch nie gesehen bei dem Hund. Und weder sie noch ich hatten das Handy dabei. Egal, weiß auch nicht, wieso ich das erzähle. So, liebe Leute, jetzt kommen wir zum, ich habe, das ist schon wieder so viel. Und auch mit dem Crystal. Ich habe ein Paranormal, ich mache das im nächsten Video, das Video wird zu lang. Mach morgen oder übermorgen wieder ein Video. Ich muss kurz hören oder muss ich es jetzt machen? Moment. Jetzt. Okay. Okay. Also. Mein geliebter Seelenkater Crystal ist vor 3 Tagen gegangen. Und das war alles aufbauend aufeinander. Weil ich einen Tag vorher in der Narkose war für eine Darmspiegelung. Weil ich Blutungen hatte aus dem Darm. Übrigens, die sind leider seit gestern wieder da, aber ich bin dran. Es ist in Ordnung. Ich bin dran. Das ist das persönliche Thema. Weil ich plötzlich Angst habe, zur Toilette zu gehen, versuche ich es wie zurückzuhalten und konnte fast 4 Tage nicht aufs Klo. Und da durfte ich durch das gestrige Video, was ich gemacht habe, Annahme, seit heute Morgen bin ich dran, meine inneren Hämorrhoiden anzunehmen, die Blute, und auch den Stuhlgang und das Loslassen. Und das wird funktionieren. Mein Arzt hat mir übrigens gesagt, dass eine Kiwi am Morgen und am Abend abführend wirkt. Das bin ich jetzt am Ausprobieren, sowie Leinsamen am Nehmen. Gut. Leute, ich habe gestern was erlebt. Das wird ein intensives Video. Jetzt bin ich fast müde, aber ich erzähle es jetzt noch. Meine Zwillingstöchter waren bei mir, als Crystal gegangen ist. Ich habe am Morgen, wo er gegangen ist, entschieden, den Arzt kommen zu lassen, der für mich kein Arzt ist, sondern ein Engel, der sehr, sehr ganzheitlich ist. Der Grund ist, ich bin nachts aufgestanden, habe ihn berührt und ich habe keine Energie mehr gespürt. Ich habe nur noch einen Todeskörper gespürt, obwohl er noch gelebt hat. Und am nächsten Morgen hatte er 2 Anfälle und er hat immer noch Wasser in der Lunge gehabt und es ging ihm so schlecht. Die Lippen waren blau und klein und er konnte nicht mal mehr Wasser trinken und hat nicht mal mehr genommen. Seine letzte Mahlzeit war tatsächlich etwas von einer verdrückten Banane, die ich mit meinem Speichel ihm gegeben habe, weil er so aufgewachsen ist. Er hat früher Früchtebrei meiner Töchter fertig geleckt vom Teller, weil ich früher immer frischen Früchtebrei gemacht hatte für meine Kinder morgens, als sie zur Schule gingen. Also ich habe dann am Morgen spontan gefühlt, ist nicht gut. Habe den Dr. Rehmann von hier, von Frick, kommen lassen und das ist wirklich ein Engel. Meine 2 Töchter sind sofort nach Hause gekommen, sie waren beide bei der Arbeit. Sie waren bei mir. Es war wirklich schwer in diesem Augenblick. Er hat ihn dann gehalten und eine Narkose gegeben und ich bin wirklich fast innerlich ausgeflippt. Aber als die Narkose anfing zu wirken, habe ich gespürt, was er spürt. Ich wurde plötzlich ruhig. Da wurde mir etwas übel. Da sagte er auch, es kann sein, dass es etwas Übelkeit auslöst. Und dann ist er weg. Ist er eingeschlafen. Und dann hat er die Spritze bekommen zum ganz Einschlafen. Das ging in Ordnung. Er hat nichts mehr gespürt. Aber es brauchte wirklich 2 Spritzen, weil er so stark ist. Aber er hat nichts mehr gemerkt. Man hat dann kontrolliert die Reflexe. Da war nichts mehr da. Die Erfahrung meiner Zwillingstochter, hat medial gesehen, und sie ist noch nicht so lange in den Wahrnehmungen, das ist eher neu, dass sie plötzlich eine extreme Erleichterung gespürt hat. Und glücklich war.
und Licht gesehen hat, so hell. Das hat sie mir danach erzählt. Und das war die Zwillingstochter, die bis jetzt nicht so viel, dachte ich, wahrnimmt. Die andere war nur in Trauer und ich habe nichts gespürt. Ich war so. Meine Freundin Birgit hat auch erzählt, folgende Wahrnehmung von Crystal. Und da komme ich zum paranormalen Erlebnis, was wir gestern hier hatten. Und da müsst ihr echt die Ohren aufmachen, weil es geht da um sämtliche Tiere. Meine Freundin Birgit, die momentan nicht mehr aktiv ist als Tierkommunikatorin, bitte frag mich momentan nicht an. Ich komme dann schon wieder, wenn sie wieder aktiv wäre oder ich jemand Neues habe, okay? Sie hat gesagt, sie hätte das noch nie gesehen, so viel Licht, so weiß. Und er wäre fast schon gerannt, weil er schon sehr agil, wenn er gesund war, war er sehr, sehr agil und hatte verdammt viel Power und ist gerannt wie ein Pferd. Und er ist wirklich gerannt fast ins Licht, ohne einen Blick zurück. Und da dachte ich zuerst, ist auch nicht, hat er mich nicht lieb oder was? Und da kann ich das auch so erklären, er wollte nicht das Leid sehen, schon die Tage vorher, wenn ich vor ihm auf dem Boden saß und so, dann hat er den Kopf weggedreht. Der hat so gemacht. Und als ich dann liebevoll in Dankbarkeit ihm Liebe geschickt habe, war er wieder offen und war mir wieder zugewandt. Er wollte mein Mitleid nicht, weil er selber in Anführungszeichen wie über dem Leid stand. Und jetzt, also ich habe ihn dann aufgebahrt im Wohnzimmer. Ich kann das nachher kurz zeigen, wenn ihr möchtet. Und das war wichtig, weil das erste Paranormale, was passiert ist, nachdem er gegangen ist, nur der Körper da lag mit Kerzen, habe ich meine Hände auf ihn gelegt und es kostete mich Überwindung, kam plötzlich eine enorme Energie. Und ich dachte der Verstand, das ist doch nicht möglich. Das ist ein toter Körper. Ich kann weder ihm Energie geben, noch er mir. Und doch passierte es. Also die Energie kam von ihm zu mir hauptsächlich. Und er hat mir Kraft gegeben. Und ich habe das am nächsten Tag gespürt, als ich hier Velo gefahren bin, dass ich plötzlich, mein Herz ist so stark. Ich habe plötzlich so ein starkes Herz. Und er hatte ja Herzprobleme, seit seiner Geburt. Das ist das Erste. Wir haben ihn dann, gestern habe ich ihn dann gebracht und er wird jetzt eingeäschert und ich habe mich entschlossen, es in einer weißen Kugel zu geben mit einem blauen Schmetterling. Und vielleicht gebe ich es später in einem Jahr in eine Pflanze oder in ein Meer hinein, aber jetzt will ich ihn noch bei mir haben. Ich werde euch das dann noch zeigen. Nun, was ist gestern passiert? Ich hatte keine Wahrnehmung. Ich war so in der Trauer, dass ich es nicht gespürt habe. Genauso wie Heaven, übrigens auch unsere Katze, sie spürt ihn momentan nicht. Sie hat das erste Mal wirklich geschrien, also gemiaut. Sie miaut seitdem. Sie ist in Trauer um ihren Partner. Und sie hat mich mit Augen angeschaut, die komplett verändert sind. Und ich rede jetzt nicht nur von der Trauer, sondern von einem neuen Bewusstsein. Da passiert etwas mit ihr, eine Entwicklung. So, und was ist jetzt gestern passiert? Und das ist auch noch meine Botschaft für dich, wenn du Haustiere hast oder dein Blickwinkel eventuell verändert auf die Tiere dieser Welt. Ich habe das Video, werde ich nachher auf Instagram und Facebook stellen. Es ist eine kurze Frequenz und dann habe ich abgebrochen, als ich gemacht habe. Und zwar unsere Hündin Angel, die Yorkie-Hündin meiner Töchter, saß auf dem Rand des Sofas hier und da ist der Altar, wo ich aufgebaut habe mit der Kommode von Crystal mit Fotos. Wir haben immer überall Fotos stehen, wir haben immer überall Kerzen. Angel hat noch nie darauf reagiert. Gestern kam meine eine Zwillingstochter nach Hause, sie setzt sich hier aufs Sofa, Angel geht hier rauf, schaut dorthin und winselt und fiebt. Ganz, 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 ganz extrem. Ihr wisst ja, Tiere und Kinder sind hellsichtig. Und nicht nur eine Minute oder zwei, sondern es ging mehrere Minuten. Ich stand da, habe die Kamera geschnappt und eine Frequenz wollte ich aufnehmen
Und plötzlich geschah es. Ich musste mich auf den Boden setzen und nahm ein großes weißes Licht wahr. Nicht ein kleiner Kater Energie, sondern großes weißes Licht von einer großen hellen Präsenz. Engelgleich. Und habe die Info bekommen, dass das die wahre, das Bewusstsein ist von Crystal. Und dass Crystal ein Aspekt ist dieses Wesens, welches ich auch bin. Wir inkarnieren als Teilbewusstseine Mensch, Baum, Stein, Element, Wind, Wasser, Tier eines großen Bewusstseins. Und das ist der Grund, warum ich auch Brüder und Schwestern zu den Pflanzen, zu den Tieren sage. Versteht, dass sie gleich sind wie wir. Und Crystal ging in dieses Licht, dieses Bewusstsein, das wurde wieder wie integriert, wie ein Puzzleteil ging er dort hinein. Und ich vermisse ihn sehr. Der menschliche Aspekt, nennt sie, vermisst ihn sehr, weil ich ihn immer als meinen Teil von mir selbst erkannt habe. Ich weiß es, dass wir die gleiche Seele sind. Weil nur so ist dieses Band möglich. Und als das gestern geschehen ist, hat das zu einer enormen Erleichterung bei mir geführt, weil trotz meiner Hellsichtigkeit habe ich gezweifelt als Mensch. Lebst du noch, Crystal? Bist du noch da? Und ich spüre ihn langsam. Es ist wie, dass das Puzzleteil zwar integriert ist im Bewusstsein, aber aus diesem Puzzleteil er mich immer noch besuchen kann und mich mit Energie versorgt. Und ja, es ist der größte irdische Schmerz, den ich in meinem Leben jetzt erfahren habe. Das ist nicht vergleichbar und ich habe ein paar Verwandte schon verloren. Also sind schon gegangen. Aber das, was ich jetzt gefühlt habe, das ist nicht vergleichbar. Und die, die jetzt leidet, ist Nancy in den tieferen Ebenen, in der Illusion des Ichs. Und nachher, nach dem Video, komme ich schon wieder raus. Ich habe das ein paar Mal am Tag. Und wenn ich dann wieder in die höheren Sphären komme, in das Wesen, was ich wirklich bin, dann fühle ich das All-Eins-Sein wieder. So, jetzt komme ich langsam wieder hoch. Dann fühle ich das All-Eins-Sein, die Verbundenheit, keine Trennung mehr. Und nicht das Egoistische haben wollen, weil die Zeit war einfach vorbei. Für ihn, Entschuldigung. So. Was ist jetzt mit der Energieübertragung? Anderes Video. Ja. Das ist mein Vollmond-Video. Und es gibt auch, ich muss es aufschreiben, ich habe eine ganze Liste von Videos, die jetzt wollen, auch spezifisch über Zeitreisende. Wie viele wir schon hier haben, wie du selber eine Birst werden kannst, wie einfach das ist. Ich mache das ja auch. Ich reise ja auch mit meinem Bewusstsein, noch nicht physisch, also nicht in diesem Körper, aber ich habe es auch schon gemacht, durch die Zeit. Danke für alle euren Kommentare auf Facebook, Insta und TikTok. Ich lese sie
alles braucht etwas Zeit. Ich liebe dich. Ich habe jetzt keine Worte mehr. Es geht mir gut. Okay? Und ich schaue auch für mich, auch für den Körper. Ist alles in Ordnung. Nur noch eins als Abschluss. Es hat jemand geschrieben und die Nachricht habe ich auch im letzten Video angepinnt. Das, was mich ausmacht, warum viele mich schauen, ist nicht, dass ich einfach nur hellseherische Durchgaben habe, das haben andere auch, sondern dass ich so viel teilhaben lasse an meinem Leben. Weil das mache ich einfach, weil ich spüre, dass es anderen hilft. Weil dann siehst du mich als Ganzes. Ich bin weder auf einem Sockel noch da unten, sondern ich bin wie du. Wir sind alle gleich. Wir machen alle Erfahrungen. Und du siehst, ich habe genauso mit meinen Themchen, nicht Kämpfen, aber Herausforderungen, wie du auch. Aber ich lerne immer mehr. Und die Art und Weise, wie ich mit den Sachen umgehe, hilft dir vielleicht. Danke.